Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen zur kompakten Tour über die Mein Schiff 3, der spannendste Neubau für den deutschen Markt im Jahr 2014. Ja, wir legen mal los mit dem Pooldeck, mit dem 25 Meter Pool. Der ist wirklich gigantisch, bei der Testfahrt war da allerdings noch gar kein Wasser drin. Die Überschaubar ist über dem Pooldeck, dort gibt es jetzt ein neues Konzept, dort gibt es jetzt keine Longdrinks mehr oder keine Cocktails, sondern eher so alkoholfreie Dinge überwiegend. Ja, also müsst ihr mal schauen, wie euch das gefällt. Ja, die Eisbar, die ist nun fest installiert sozusagen und dort gibt es auch erstmal Softeis. Also wer das mag, der ist da richtig. Es gibt außerdem Waffeln den ganzen Tag wohl. Also lecker, lecker, lecker. Ja, Whirlpools haben wir natürlich auch und es gibt eine Handtuchkarte, mit der könnt ihr euch ein Handtuch holen. Das ist das überdachte Pooldeck. Sehr schön gelungen. Der ideale Ort, wenn es irgendwie draußen ein bisschen frischer ist. Also das sieht wirklich ganz toll aus und das ist natürlich auch kostenlos zu nutzen, ohne Aufpreis. Nicht so wie bei AIDA, wo man da irgendwie noch einen Aufpreis von 25 Euro oder so pro Tag zahlen muss. Das ist die Arena. Ja, da geht's sportlich zu. Da kann man Basketball spielen beispielsweise und auf der Großbildleinwand Fußball gucken. Ich finde, die Leinwand hätte einen Tick größer sein können, aber diese Leinwände sind nun mal sehr, sehr teuer. Und dann gibt es einen Aussichtspunkt auf Deck 15. Von dort hat man dann einen ganz, ganz tollen Blick auf die Stadt. In dem Fall war das Kiel, ja. Gehen wir mal ins Buffet-Restaurant. Hier ist die sogenannte Backstube. Da wird den ganzen Tag gebacken. Dort könnt ihr euch ein Sandwich belegen lassen. Also das hat mir ausgesprochen gut gefallen. Ja, die Gestaltung des Buffet-Restaurants orientiert sich so ein bisschen an amerikanische Restaurants. Hat sich nämlich so ein bisschen erinnert an die Restaurants bei Celebrity Cruises. Aber ihr seht schon, auf die Gestaltung des Essens wird wirklich geachtet. Was ich nicht so mag, sind diese Automaten mit Instant-Kaffee. Pfui! Aber gut, ja, gucken wir mal zu Gosch. Mittlerweile ein Selbstbedienungsrestaurant. Das muss jetzt nicht unbedingt schlechter sein. Das heißt, man braucht also keine Reservierung mehr, so wie früher noch auf der Mein Schiff 1 und 2. Und es gibt aber auch fertig vorportioniertes Essen. Das ist der Außenbereich von Gosch und dem Ankelmannsplatz. Deck 14, ein Deck darüber. Die Außenalsterbar, ganz schöner Platz. Ideal für einen Drink oder aber auch für etwas zu essen. Ein Burger beispielsweise, also das gefällt mir ausgesprochen gut. Ganz, ganz toll. Der Kids Club, ja, der sieht richtig toll aus. Guckt euch das mal an. Den habe ich ja sonst gerne mal vergessen in einigen Videos und einige von euch haben sich dann zu Recht beschwert. Aber ich glaube, der kann sich wirklich sehen lassen. Also sehr, sehr fantasievoll mit Liebe gemacht. Guckt euch das mal an, also richtig toll. Wir gehen mal weiter und zwar, wo geht es jetzt hin? In den Sportbereich. Ja, der ist größer als auf den bisherigen Schiffen. Ob er groß genug ist, das wird sich zeigen. Also, wer zu viel gegessen hat, der kann sich da betätigen. Das ist der Kursraum. Und von dort aus geht es dann auch in den Spa- und Meerbereich mit Außenkabinen, wo man sich dann durchkneten lassen kann beispielsweise. Oder aber es gibt auch einen Friseursalon, wo man dann einen wunderbaren Blick nach draußen hat. Also das macht doch Spaß. Ja, ein Casino gibt es wieder, ein ganz, ganz kleines auf der Mein Schiff 3. Und das hier ist die Abtanzbar. Hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Leider kein Außenbereich in der Disco. Und ja, auch hier gilt das Premium alles inklusive. Also fast alle Getränke sind im Preis enthalten. Das gilt nicht für den Rauchersalon. Da ist für alles zu bezahlen. Für die Zigarren aus dem Humidor, ich nehme an, dass das einer war, ne? Humidor, ihr wisst das wahrscheinlich besser. Die Getränke, also Whisky-Sorten oder so, müssen extra bezahlt werden. Klar, in den Shops muss man logischerweise auch extra bezahlen, ist jetzt nicht so die große Überraschung. Shops gibt es auf 2 Decks insgesamt und das sind doch deutlich mehr als bisher. Also die Versuchungen sind etwas größer, jetzt auch was zu kaufen. Das ist der Fotokiosk, da kann man gucken, wo man vom Bordfotografen aufgenommen wurde. Hanami ist ein japanisches Restaurant, wo es auch Sushi gibt, aber sehr, sehr, sehr interessant. Japanisches Fondue in Brühe. Sehr lecker, vor allem mit frischem Fisch, kostet ungefähr 15 bis 20 Euro pro Person. Das Tag- und Nacht-Bistro hat rund um die Uhr geöffnet. Currywurst, Schnitzel gibt es da, Pizza auch. Also, wenn man mal Hunger hat, ich habe es gegessen und das hat mir durchaus ganz gut gefallen. Ja, gehen wir mal weiter und zwar in die Schaubar. Die ist oberhalb des Atlantik-Restaurants. Auch weitgehend alles im Preis enthalten dort. Man kann dort ganz wunderbar runtergucken auf das Atlantik-Restaurant. Muss man mal gucken, dass das Atlantik-Restaurant, dass es dort nicht zu laut wird dann, ne, von der Bar. Und über eine Treppe kann man dann das Restaurant unten auch erreichen. Die große Freiheit ist im hinteren Bereich des Schiffs und zwar genau am Heck. Dort gibt es dann diesen sogenannten Diamanten, außerdem das Steakhouse Surf and Turf. Und
wenn wir gucken, dort wird das Essen dann auch vor euren Augen zubereitet. Ja, das ist der Diamant mit der Coffee Lounge unten. Also, ja, sieht mal nach was anderem aus, was man so noch nicht gesehen hat. Und dort ist dann das Richards, das Aufpreisrestaurant, feines Essen. Achso, Steakhouse übrigens auch mit Aufpreis. Hier sind wir schon im Atlantik-Restaurant, das ist ja jetzt zweigeteilt. Unten Atlantik Classic, oben Atlantik Eurasia und Atlantik Mediterran und mit einem 1500 Kilo schweren Leuchter. Sehr toll sieht der aus. Und dann wollen wir mal so ein bisschen gucken, was ich da im mediterranen Bereich für Essen hatte. Zum Beispiel ein Fisch Carpaccio, einen Blattspinatsalat mit pochiertem Ei, Pasta mit Trüffel, Rinderfilet mit Gemüse und Kartoffelpüree und ein unscheinbar aussehendes, aber unfassbar leckeres Apfelküchlein. Richtig lecker. Also das hat mir gut gefallen. Das ist das neue Klanghaus für klassische Konzerte beispielsweise von einem Streichquartett oder in dem Fall jetzt von einem Trio. Gehen wir mal weiter, das ist wieder die TUI-Bar. Es gibt doch diese Zacken, die hatte ich erst nicht gesehen, wo man dann so ein bisschen kommunikativer sitzen kann. Also das ist auch ein sehr schöner Ort. Also richtig, richtig toll. Und das ist die virtuelle Band. Mal was anderes. Keine Liveband mehr leider dort. Meerleben ist ein maritimes Museum auf einer Fläche von ungefähr 300 Quadratmetern. Ein ganz besonders schön gestalteter Bereich. Also wenn ihr da sein solltet, dann werdet ihr sehen, was ich meine. Integriert ist auch das Maleratelier, wo ihr dann Kurse gegen Aufpreis machen könnt. Und ganz in der Nähe ist auch der Bereich mit den Videospielkonsolen, wo ihr spielen könnt. Und die Teens Lounge. Ja, gucken wir auch nochmal rein. Da, denke ich, fühlt man sich wohl, wenn man 13, 14, 15, 16 ist. Ja, also wenn man das Glück hat, wenn Eltern mit einem eine Kreuzfahrt machen. So, noch der Blick ins Theater. Über drei Decks mit riesiger Bühne. Seht ihr das, wie tief die ist? Ja, also wirklich. 20 Leute habe ich dann insgesamt gezählt auf der Bühne. Also wirklich, dieses Theater kann sich sehen lassen. Leider keine Tische mehr an den Sitzen für Getränke. Und Getränke werden auch im Theater nicht serviert. Ja. Damit sind wir auch fast schon am Ende. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video einen Daumen hoch. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, worüber ihr die Reise auf der Mein Schiff 3 günstig bei TUI Cruises direkt buchen könnt. Also, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.